es waren zwei Faktoren, die für uns, oder drei Faktoren, die für uns extrem wichtig waren. Das eine war der hervorragende laufende Arbeitsmarkt, der sehr viel Gelder in die Sozialkassen gespült hat, der die Ausgaben und die Belastung für den Staat deutlich reduziert hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die öffentlichen Investitionen immer schwächer geworden sind über die letzten 20 Jahre und der öffentliche Konsum immer stärker. Die wichtigste wirtschaftspolitische Achillesferse, die wir in Deutschland heute haben, ist unsere Investitionsschwäche. Wir haben nicht nur eine Investitionsschwäche im materiellen Bereich, also Ausrüstungs- und Bauinvestitionen, sondern auch im immateriellen Bereich. Wenn man all dies berücksichtigt, Deutschland im internationalen Vergleich eine Investitionslücke von 3% hat. Also 3% seiner Wirtschaftsleistung mehr investieren sollte. Das sind knapp 80 Milliarden Euro. Wenn es uns gelingen würde, diese 3%ige Investitionslücke zu füllen, würde sich dieses Potenzialwachstum auf 1,6% erhöhen, also 0,6%. Also das ist doch ein deutlicher Sprung. Mehr Investitionen heißt damit stärkeres Produktivitätswachstum, mehr Beschäftigung, bessere Jobs, also auch höhere Löhne, höhere Einkommen damit. 30 Milliarden jährlichen Investitionen, die wir brauchen bis ins Jahr 2020 in den Ausbau erneuerbaren Energien, von Übertragungs- und Verteilungsnetzen, von Systemintegration und vor allem auch von energetischer Gebäudesanierung. Wir sind nicht nur Exportweltmeister oder Vize-Weltmeister, sondern wir sind auch Sparweltmeister. Wir haben eine Sparquote von 24%, sowohl bei Unternehmen, eine sehr hohe Sparquote. Seit dem Jahr 2003 sparen die Unternehmen in Deutschland mehr, als sie investieren. Sie bauen also riesige Investitionspolster oder Liquiditätspolster auf. Und das ist enorm ungewöhnlich, denn normalerweise ist es so, dass Unternehmen mehr investieren, als sie wirklich erwirtschaften. Also sind auf Finanzierung, auf Kredite angewiesen oder Finanzierung über den Markt. Also wir Deutschen haben in den letzten 15 Jahren viele unserer Investitionen im Ausland, Finanzinvestitionen vor allem, aber zum Teil auch Direktinvestitionen, schlecht angelegt. Wenn Sie sich anschauen, worum es heute geht in der öffentlichen Diskussion, dann geht es vor allem um das Thema Verteilung. Die Wahrnehmung ist, dieser Kuchen, dieser Wohlstandskuchen ist riesig groß und es muss nur darum gehen, wer welches Stück dieses Kuchens bekommt und nicht die Wahrnehmung, eigentlich müssen wir gucken, dass wir diesen Kuchen auch wachsen lassen. Wie können wir also die richtigen Anreize setzen, vor allem für private Investitionen? Öffentliche, private Partnerschaften ist ein Begriff, der in Deutschland nicht gerne gehört wird. Aber wenn Sie die G20, die größten 20 Länder der Welt anschauen, die G20 hat sich dieses Jahr als Priorität gesetzt, öffentliche Infrastrukturinvestitionen. Und in den G20-Ländern werden 75% aller Investitionen privat getätigt, nicht öffentlich privat. In Deutschland ist es ein kleiner Bruchteil. Und natürlich brauchen wir auch mehr Wagniskapital, also Risikoverhalten ist per se nichts Schlechtes. Und auch hier die Anreize für den privaten Sektor zu setzen,